actually going to do something very special. We're going to be able to be joined right now, if Skype cooperates, in a Skype presentation with remarks from Zeynep Judy from the Yejeshev, the Yekinia Jina Shengale, pardon my bad pronunciation, the female self-defense force of the Yazidi people, who has been standing by, hopefully on Skype. And I think, as you all know, one of the most exciting aspects of the revolution in Rojava has been the tremendous sense of empowerment of women, also in the armed forces in the EPG, and the fact that every time these forces enter another region in the area, women are inspired by these brave fighting women who come into their towns and liberate them from the Islamic State, and that it in turn inspires them to become empowered, and that one of the things that has been happening as a result of this is that we're seeing the formation of other all-female militias. Are we having any luck? Zeynep Judy is a commander of the Yejeshev and has graciously agreed to join us if we can get our Skype going. Here. And if not, I'll Reimar begin. Do you want to try it another time? Or? Okay. And do we have a technician who can come up later and try it? Okay, Reimar, why don't we start then with you? Okay, so what we'll do is we'll try and come back to our Skype presentation after we hear from Reimar Haider, who I'm sure everybody here knows pretty well, but he's a physician by training and a human rights activist. He is one of the spokespeople for the International Initiative Freedom for Öcalan and Peace in Kurdistan. And he has translated several books by Öcalan and has been very active in making this entire conference possible and has worked on these issues for many, many years. So right on your... Okay, ich versuche mal, trotz der ganzen Nervosität hinzukriegen. Als jemand, der bereits bei der allerersten Konferenz 2012 beteiligt war, freue ich mich besonders, dass offensichtlich die Fragen, die wir diskutieren wollen, die Lösungsansätze, die hier präsentiert werden, die Probleme, die wir diskutieren, so viel Interesse finden, so viel Anklang finden. Ich habe den Eindruck, es sind jetzt schon mehr Leute als am Freitag bei der letzten Konferenz da. Also es werden immer mehr Leute jetzt interessiert. Da freue ich mich sehr drüber. Deswegen nochmal herzlich willkommen an alle. Ich habe keine Ahnung, wie viele genau. Ich kann nur an der Vollheit des Auditoriums das messen. Aber vielleicht haben wir bis zum Abend noch eine Zahl von der Anmeldung. Vielleicht schafft das jemand, eine Zahl zu besorgen. Mein Part hier ist, ich werde das Konzept der demokratischen Nation ein bisschen vorstellen. Nun ist es aber so, eigentlich viel besser als ich das kann,
macht das eine kleine Broschüre, die zusammengestellt worden ist. Die nennt sich Democratic Nation auf Englisch und auch Democratic Ulus auf Türkisch. Die ist schon erschienen im letzten Jahr und wird in diesem Jahr noch in weiteren Sprachen erscheinen. Damit sehr ausführlich. Also wir haben zusammengestellt aus den Schriften von, aus den Gefängnisschriften von Öcalan verschiedene Aspekte, wo er eben über dieses Konzept der demokratischen Nation schreibt. Ich möchte ein bisschen natürlich das erläutern, aber vor allen Dingen auch auf Sachen eingehen, die sozusagen den Hintergrund bilden. Also Sachen, die jetzt nicht überall so stehen, sondern eher so die Frage, warum, also wie kommt es dazu, wie kommt jemand dazu, sowas zu machen, warum kann es die kurdische Bewegung sowas vorschlagen, warum können sie sowas aufbauen, was sind da eigentlich die Grundlagen für die materiellen Hintergründe. Und natürlich die wichtige Frage, warum nehmen andere Gruppen dieses Konzept auch an? Warum ist das jetzt nicht nur ein Konzept für die Kurden, sondern zum Beispiel christliche Assyrer in Nordsyrien oder auch Araber oder verschiedene religiöse Gruppen, verschiedene, die in Kurdistan leben? Also warum ist das auf einmal attraktiv, dieses Konzept? Also wir müssen anfangen natürlich mit einer Kritik des Nationalismus, wie das in der kurdischen Bewegung diskutiert wird. Öcalan hat in einem seiner Bücher den Nationalismus als die Seuche des 20. Jahrhunderts oder die Pest des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und obwohl das eigentlich klar ist, also wie der Nationalismus in den Ersten und Zweiten Weltkrieg geführt hat letztlich, also als einer der wesentlichen Gründe, ist der Nationalismus heute keineswegs abgeschafft. Er scheint im Moment eher wieder zuzunehmen in Krisenzeiten, als ein Mittel der herrschenden Widersprüche zuzukleistern, zu überdecken, ein gemeinsames Wir gegen ein böses Außen zu imaginieren. Genau darauf habe ich gehofft. Görünüyor musun?
Oh.
بس
And why don't you say what language first you're going to be speaking in? I would love to do it in Kurdish, but unfortunately I'm not speaking Kurmanji, so she would not understand it probably. So we need somebody then, will you translate, Ragnar? I'll just do it in English, so I guess most people would understand it then. Okay, go ahead. Okay. So I'm a Kurd from Iraq, and 2 weeks ago I've been in Kurdistan. And I had a lot of discussions about the Yazidi issue. As we all know, there have been several genocide attempts against the Yazidi people, and I think it needs to be treated specifically, like a genocide has to be treated, and how people has to be treated that are facing this kind of repression. And as someone who is coming from this area where you have this horrible patriarchal system and the system of Barzani and... did the translation work out or...? Yes, we're translating. It's hard to hear. Something. You can translate as loud as you need to. Speak right up. So, and you can speak a little softer, and they'll speak a little louder. Okay. Thanks. So, what was your question? My question is, how can the Kurds in Iraq specifically, that are sharing this territory with the Yazidi people, act politically against this kind of repression that they are facing from the Barzani regime? Thank you. Yeah.
Bene, passiamo domande che avrete in rapporto con te, infatti, per fermare ogni cinghiale, che arate e arate da due, e oltre, e fermare che rapporto con te, e viene bosni, ma mi date il Thank you.
وهميه